Wir kommen zur Arbeitsgruppe 7 und nehmen den Ball gleich auf. Welches sind aus Ihrer Sicht die größten administrativen Hindernisse beim Greening und warum? Hier ist der Berichterstatter Hans Müller. Herzlich willkommen, Herr Müller. Auch an Sie zunächst die Frage, aus welcher Region, aus welchem Ort kommen Sie? Meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Ich komme aus dem südlichen Rheinland-Pfalz, aus dem Ort Herxheim, Nähe Speyer. Man hört es kaum. Nähe Landau. Ich verspreche Ihnen, meinen Dialekt so gut es geht zu unterdrücken, dass Sie mich natürlich auch verstehen. Na, wir wollen ja regionale Vielfalt. Ja. Vielleicht noch was zu meinem Betrieb. Ich habe einen reinen Ackerbaubetrieb. Ich baue Speisemöhren, Zuckerrüben und Getreide an auf 105 Hektar. Und ich bin kommunalpolitisch tätig und ich bin Initiator einer großen Initiative. In Herxheim blüht uns was. Eine sehr umfangreiche Biodiversitätsstrategie, die mittlerweile Modellcharakter im südlichen Rheinland-Pfalz hat. Praxisfremde Auflagen. Wir haben heute Vormittag, das zog sich wie ein roter Faden durch die Diskussionen und durch die Reden. Was sind die wichtigsten oder die schmerzhaftesten praxisfremden Auflagen, die Sie in Ihrer Arbeitsgruppe herauskristallisiert haben? Wir haben ja, wie so oft in der EU und in Deutschland, eine sehr hohe Regelungsdichte. Das setzt sich ja fort in allen Bereichen, natürlich auch beim Greening. Ja, und dann gibt es Regelungen, ich habe jetzt mal da aufgeschrieben, Sie sehen es, Aussaatzeitpunkt der Blühstreifen. Aussaatzeitpunkt für Blühstreifen, 31. März. Wenn das Wetter nicht mitspielt, spätes Frühjahr, große Betriebe, die schaffen es gar nicht, ihre Sommerungen überhaupt bis zu dem Zeitpunkt rauszuhaben. Wie sollen sie da noch Blühstreifen machen? Ich selbst habe voriges Jahr am 4. April die Blühstreifen gesät, habe bewusst das Risiko einer Kontrolle und einer Sanktion in Kauf genommen. Ich bin aber selbst ein zäher Hund und bin es auch deshalb eingegangen. Aber das kann nicht unser Ansatz sein. Hm. Ähnlich sieht es dann bei den Mulchterminen oder bei der Erntetermine von Leguminose nicht vor dem 15.8. oder ich muss einen Antrag stellen. Ja, bitteschön, da muss ich mich nur an die Politik richten. Was soll der Quatsch? Ich will selbst Leguminose anbauen und laufe dieses Jahr das erste Mal, um mehr Fruchtfolge, mehr Biodiversität zu erreichen und laufe Gefahr, nächstes Jahr keinen Pflanzenschutz mehr zu haben und stehe jetzt für der Überlegung, ob ich es überhaupt dann dieses Jahr noch anfangen soll. Hm. Und was steht hinter der Bestellung Zwischenfrüchte? Da geht es auch um Termine. Ja, da geht es natürlich auch um Termine, nach dem Getreide, die so gemacht sind und so gestrickt sind. Es soll bundesweit für alle gehen, aber es gibt doch Regionen, die kommen doch mit den Terminen gar nicht zurecht. Da ist doch zwingend geboten, dass die Politik auch mal den Bauernverband und unser Vertreter mal anhört, dass man in der Sache was erreicht. Man will was erreichen und macht die Regelung so, bevor 100 was falsch machen, verzichtet man auf Tausende von Blühstreifen, weil man die Angst in der Politik hat, da machen 100 was falsch. Das kann nicht unser Ansatz sein. Hm. Wie kriegen wir denn da jetzt mehr Spielräume in die Richtlinien rein? Die werden ja oft ohne Rückkopplung mit den Betriebsleitern gemacht. Müsste man so einen Richtlinienbeirat aus Bauern schaffen, die dann bei der Erstellung der Richtlinien gleich den ärgsten Unsinn verhindern? Kann sowas helfen? Denke ich vielleicht schon. Also ich würde sagen, der Bauernverband könnte sich ähnlich wie gestern mal ein Arbeitsgremium schaffen, wo ein Maßnahmenkatalog, da wäre ja das, was wir gestern erarbeitet haben, schon eine gute Grundlage, könnte man mal zusammenstellen und mal mit der Politik drüber sprechen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, und da spreche ich mal der Herr Schöne und der Herr Weber mal an, das Ganze hat ja nicht nur was mit Hindernissen, mit administrativen Hindernissen zu tun, sondern es klang vorhin schon mal an, das hat auch ein klein bisschen was mit Vertrauen zu tun. Ich bin seit, dass ich denken kann, Landwirt und Hobbygärtner und habe nichts anderes gemacht und mache das mit Leib und Seele. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht einmal das Gefühl gehabt, dass unserer Gesellschaft und von der Politik mir Vertrauen entgegengebracht wird. Das habe ich bis zum heutigen Tag nicht gemacht. Ich habe 17 Blühstreifen voriges Jahr angelegt, habe von 105 Hektar 6 Hektar aus der Produktion genommen. Und wenn ich ein Blühstreifen falsch mache, weil das Maß auf dem Flächenantrag nicht stimmt, erfahre ich eine Sanktion. Ich hätte auch im September Gründüngung aussehen können, die bei uns im Trockengebiet 10 cm groß wird. So hätte ich meine Greening-Auflage auch erfüllen können. Und als Dank dafür habe ich eine Sanktion gekriegt mit 3%, die mich 680 € gekostet hat. Das Saatgut für 980 € habe ich selbst bezahlt.
Hilfestellung in Rheinland-Pfalz auf die Art, gar nichts. Ein Euler-Programm, wo kein Mensch versteht. Wenn man nicht endlich mal dazu hinkommen, dass man Blühstreife und die Lärchefenster auf einer DIN A4-Seite einem Landwirt erklären kann, meine Herren, dann funktioniert es nicht. Da kann die Politik und die EU an administrativen Maßnahmen machen, was sie will. Sie wird ihr Ziel nicht erreichen, bin ich überzeugt. Das heißt also, Sie plädieren, wir werden heute Nachmittag ja noch über die Verwaltungsvereinfachung diskutieren, die Sachsen haben ja vorgeschlagen, einen ELA-Reset zu machen, die gesamten Maßnahmen von der Verwaltungsaufwendung her radikal zu beschneiden. Das ist aus Ihrer Sicht dringend notwendig, notwendiger als eine neue Architektur der Maßnahmen. Oder wie sehen Sie das, was wir heute Morgen gehört haben? Ein radikaler Schnitt ist schon notwendig. Völlige Erneuerung der Maßnahmen sehe ich so nicht. Natürlich muss man sie ausbauen und erweitern und man kann es nicht auf Blühstreifen und Lärchenfenster reduzieren. Wir müssen insgesamt mehr Brut und Habitate schaffen und müssen die Nahrungskette halten. Das reichen die einzelnen Maßnahmen im Detail nicht. Das sind ja zum Teil nur Schlagworte. Das muss man schon ausbauen. Aber wenn man keine radikale Vereinfachung kriegt, dass ein 60-jähriger Landwirt, der nicht PC-tauglich ist, die Maßnahmen umsetzen kann, dann werden wir auf Dauer nichts kriegen. Ich bin in meiner Region ein Verfechter und ich habe mich Abende Vorträge gehalten und habe mich Abende dusselig geredet, um Landwirte mit ins Boot zu nehmen und habe es geschafft, in einer 1500 Hektar Gemeinde 50 Hektar Blühstreifen im vergangenen Jahr anlegen zu lassen. Und dann heißt es immer, ja, das ist okay von meinen Kollegen. Und dann kommt es aber. Und dann wird auf die Politik gezeigt. Es ist nicht nur die Regelungsdichte, es ist auch die Politik, wo ein bisschen dagegen geht. Und wenn ich dann so Dinge sehe, wie vor einigen Wochen die Frau Hendricks gemacht hat, da macht man mit einer Maßnahme so viel kaputt. Und ich stehe vor Ort und mache wieder Werbung und fange wieder von vorne an, weil dumme Dinge von Politikern so gemacht werden. Und da muss ich mal einen Vertreter von Sachsen-Anhalt, da habe ich der Herr Weber gesagt, mehr Kretschmann, weniger Hofreiter. Und dann haben wir die doppelte Blühfläche das nächste Jahr in Deutschland. Okay, also das ist nochmal ein Plädoyer dafür, sozusagen eine Vertrauens- und Dialogkultur zu schaffen an der Stelle. Vielleicht noch eine letzte Frage, Herr Müller. Wie sehen das eigentlich die Prüfer, die Kontrolleure, die vor Ort kommen? Denn die Verwaltungen klagen ja genauso über die Bürokratie der Umsetzung der Maßnahmen. Glauben Sie, dass denen der Job Spaß macht und dass die genauso ein Interesse daran haben an umsetzbareren Verwaltungsvorgaben als die Landwirte? Ob es den Prüfer gefällt, ich weiß es nicht. Ich habe menschlich mit denen gute Kontakte gehabt. Wenn ich dann sage, warum sehen dann das so oder so? Ja, wir müssen das ja so tun, nicht? Sie kommen ja seltsamerweise nicht aus der gleichen Region, das traut man sich ja nicht. Sie kommen dann von 200 Kilometer weiter und werden geschickt. Und ich muss das mal sagen, ich habe 50, also halbes Hektar Grünland, das läuft als artenreiches Grünland, kriege ich 48 Euro und dann kommt die Dame mit den Gummistiefeln jedes Jahr und zählt die Kräuter, ob das immer noch artenreich ist oder ob es nicht ist und dann heißt es, muss ja tun. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob das alles sinnvoll ist. Und weil ich einen kleinen Verstoß gehabt habe, ich habe einen Blühstreifen wegen Distel und wegen den Nachbarn vom Neubaugebiet, 3 Tage zu früh, von 4.500 Quadratmeter habe ich 300 gemulcht, die Sanktion war es, wo mich 600 Euro gekostet hat und die 17 anderen Blühfelder hat dann niemand interessiert. Und weil ich die Sanktion dann hatte, bin ich in einem Raster drin, wo ich gleich ein Jahr später wieder kontrolliert war. Und dann habe ich eine Rübenmiete im Weizenschlag. Der Weizen lief nicht aus, weil es zu nass war. Dann war es wieder eine Sanktion, weil es so ein Weizenfeld ist und auf 300 Quadratmeter kein Weizen stand. Und dann, jetzt bin ich im Räderwerk drin, dass ich mich dann freuen kann, jedes Jahr kontrolliert zu werden. Ich habe kein Problem mit Kontrolle, aber ein bisschen Vertrauen für Menschen, die sich einsetzen und begreifen, dass es so nicht weitergehen kann. Das muss die Politik den Menschen auch mal entgegenbringen. Vielen Dank, Hans Müller, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.